Strafzeit für Lukas Wissler ist Punkt 12. Kevin Lamalin mit 2 Strafminuten. Ja! Lamalin mit 2 Strafminuten. Ja! Bei der Torschütze mit der 21. Guten Abend.
Abend, liebe Eishockey-Freunde, guten Abend, liebe Gäste, herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz 2010 hier im VIP-Raum des Sportparadieses in Gelsenkirchen. Im Namen des Herrn e.V. darf ich Sie herzlich begrüßen. Ein herzliches Willkommen auch den Pressevertretern und den Trainern der beteiligten Mannschaften. Ich bitte nun um die Kommentare zum Spiel und beginnen wir mit unserem Gast aus Füssen, Georg Holzmann. Ja, guten Abend. Gratuliere Herrn zum Sieg. Wieder mal zum dritten Mal jetzt. Aber ich glaube auch zum dritten Mal, muss ich sagen, haben wir, weiß ich noch, glaube ich, sehr gut gespielt immer. Herne als Tabellenführer, die Spitzenmannschaft schlechthin in der Oberliga. Ich glaube, so groß war der Unterschied nicht. Torschüsse waren 45-20 bei uns. Die Jungs haben meiner Meinung nach sehr, sehr viel richtig gemacht. Wo es halt fehlt, ich glaube, das hat auch jeder gesehen, jetzt immer wieder die Kaltschnäuzigkeit am Abschluss, die Konsequenz, war uns Herne wieder mal vorgemacht, wie es ausschauen muss, aus wenig viel machen. Und sind wir einfach nicht so erfahren, nicht so, ich sage nicht so kaltschnäuzig und nicht so vielleicht auch nicht den letzten Biss, den man braucht, um dann die entscheidenden Tore auch zu machen. Ansonsten hat die Mannschaft gekämpft, gefightet, gut gespielt. Da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Und wir machen auf jeden Fall auf dem Weg weiter. Und ja, ich glaube, schon alles gesagt. Danke. The statement unseres Trainers Jamie McDonald. Thank you. I thought Füssen tonight played a very intelligent road game. They certainly didn't play like a last place team, but we didn't play like a first place team either. We were much, much sharper in our Friday night game against Passau, but it's a credit to Füssen. They came here, they worked hard, and again, I don't think they look like a last place team. You guys played very well. But we have some work to do. We'll take the 3 points. We weren't as sharp, as I said, we weren't as sharp tonight as we were on Friday, but we'll take the 3 points and go back to work on Tuesday. Also Jamie McDonald hat gesagt, dass heute sicherlich Füssen sich sehr gut geschlagen hat und sie auf keinen Fall gespielt haben wie der letzte Platz in der Oberliga und dass allerdings Herne heute auch nicht wie der erste in der Oberliga gespielt hat. Und dass sie halt nicht so fokussiert waren wie gegen Passau im letzten Spiel. Und es gibt halt weiterhin viel Arbeit zu tun für den HSV. Und er nimmt gerne die 3 Punkte mit, aber sie müssen halt weiterhin daran arbeiten. Und auf jeden Fall ein Kompliment an Füssen, dass sie heute so gut gespielt haben. Gibt es da Fragen seitens der Presse? Offensichtlich nicht. Da möchte ich den heutigen Abend auch damit beschließen. Eine kleine Information noch am Rande. Das nächste Spiel unseres HEV ist dann am kommenden Freitag das Westfalen-Derby. Ein ganz wichtiges Spiel beim EHC Dortmund. Ich hoffe, dass wir dort von zahlreichen Fans unterstützt werden und dass wir dann dort gemeinsam auch mit einem Auswärtssieg, einem erneuten Auswärtssieg, die Heimreise hier nach Herne bzw. nach Gelsenkirchen antreten können. Das nächste Heimspiel des Herner e.V. ist dann erst wieder am Freitag, den 22. Januar. Um 20 Uhr empfangen wir dann die Tölzer Löwen. Bis dahin darf ich mich dann von Ihnen herzlich verabschieden. Unseren Gästen aus Füssen wünsche ich für den weiteren Saisonverlauf alles Gute. Auch noch den einen oder anderen Sieg, der eingefahren werden soll. Unserer Mannschaft natürlich auch weiterhin viel Erfolg für die nächsten Wochen bis zum Beginn der Playoffs. Das soll es dann von heute Abend von mir gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.